Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ich bin Onkel Lupsi und heute wieder mit euch unterwegs in Konens kleiner Welt. Ja, Freunde, beim letzten Mal, wenn ihr euch erinnern könnt, ist ja noch nicht allzu lange her, da haben wir doch angefangen, unsere Festung weiter auszubauen. Und als wir denn so den Gang gebaut hatten, also hier ringsrum, da die Fenster hier eingesetzt, eine Treppe nach oben geschaffen und festgestellt haben, wir möchten doch eigentlich hier oben das so flach machen. Okay, da kam ich doch Tatsache auf die Idee, die Wände abzureißen hier vorne. Und was passiert mir dabei? Ich hau mir das Tor weg. Der Rahmen war weg, das Tor war weg. Eigentlich nicht schlimm, bauen wir neu und schick ist. Ja, denkste. Das war nämlich nicht Ziegelstein, das Tor, sondern das war schon aus dem nächsten Level. Also Stahl verstärkt oder wie ist der Geier was. Kann ich jedenfalls nicht nachbauen. So, also kein Tor mehr. Jetzt haben wir uns aus Ziegelstein ein neues Tor gebastelt. Und was muss ich euch sagen? Das ist ja noch viel geschmeidiger als das andere, ja? Denn ich konnte das weiter rinsetzen, habe hier jetzt abgerissen und kann mir hier geschmeidig einen Übergang machen. Hahaha. Und dann kommen wir nämlich hier einmal ringsrum. Was ich schon mal nicht schlecht finde. So. Was ich auch nicht schlecht finde, ist die Tatsache, dass wir uns hier gleich mal Licht machen können. In Eck irgendwo, wenn es geht. Na, da sehen wir da was. Wie sieht es hier hinten aus? Jo. Stört nicht. Sollte man das hier unten vielleicht noch machen? Licht hat noch nie geschadet. Okay. Hier fehlt es noch irgendwo. Ich würde sagen, ja. Ich glaube, man weiß jetzt, wo man lang muss. Jetzt haben wir keine mehr. Wenn wir keine haben, dann bauen wir eine Zähne. Ich kann aber auch gucken, dass ich hier auch einen Platz treffe. Genau. Okay. Gut. Haben wir die Sache erstmal beleuchtet. Schick. Ja, na dann lasst uns mal zur Tat schreiten. Wir gehen mal hier hoch. Schwupps, die Wups. Schön halt. Wunderbar. Und dann probieren wir das mal aus. So, dann sind wir schon erstmal drüben. Die Wand jetzt abreißen und dabei ist mir der Tor kaputt gegangen. Ziegelmauer. Das war die richtige. Warum sind hier tiefer? Okay. Verkehrt. Es sei denn, man nimmt das als Aufgang. Bin mir jetzt nicht sicher.
Aber eigentlich muss ich hier auch ja nicht hochkommen. Werde ich euch mal sagen. Nö, warum soll ich denn hier hochkommen? Wenn ich. Das lasse ich frei. Und dann kommt da unten ein Aufgang. Trap, trap, trap. Genau, hier kommt nämlich der Aufgang. Ja, wir machen mal hier noch eine Decke. Und dann machen wir von vorne eine Treppe. Haben wir noch Treppen? Jo. Na los. Jetzt war er dran. Ja, das ist immer ein bisschen eigenartig. Okay. Jo. Wir schauen. Trap, 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 trap. Wit, wit, wit. Ja, vielleicht machen wir da noch was zum Runtergehen. Okay. Jo. Ja, vielleicht hier nochmal, dass wir auch hier runtergehen können. Ja, wir werden sehen. Das hier oben, ja, stört erstmal nicht. So, das würde bedeuten, hier unten machen wir jetzt wieder unsere Fenster rein. Jo. Genau. Ja, schön, wenn man das gleich ersetzen kann, ja? Ah, gut. Das ist schon okay. Ungültig. Nicht genug Stabilität? Der Sockel hat nicht genug Stabilität. Könnte bedeuten, dass da unter was nicht schick ist. Naja, manchmal ist ruhig. Die nehmen wir noch raus. Geht nicht, okay. Geht doch. Mit ein bisschen mehr Einsatz. So. Nehmen wir die noch mit raus oder lassen wir die? Ach, gucken wir mal. Wa? Wir nehmen die mit raus. Dass wir hier auch richtig rumgucken können. Was dahinter ist, müssen wir nicht wissen. Ah, will ich auch ja nicht wissen. Gut. Das haben wir. Jetzt mal gucken, haben wir noch richtige Wände? Haben wir nicht. Müssen wir uns mal welche machen. Ziegelwände brauchen wir, sag ich mal, 1, 2.
dann brauchen wir vom Ziegelzaun bestimmt noch mal 10. Okido. Lasst uns mal rüberhoppeln. Ah, 10 ist schon fast zu wenig. So, was haben wir als Asset anzubieten? Die Cleans heute. Nee, da ist doch bestimmt schon mal dann halt fertig. Die sind schon fertig. Jawohl. Ja, ist das außen oder ist das innen? Außen. Okay. Das ist bestimmt auch außen. Ja. Das ist gut. Jetzt können wir. Wir brauchen Fußböden. Nicht noch Ressourcen. Ei. Woran hapert's hier? Angeformten Holz? Ja, hapert. Da müssen wir nochmal hochdackeln. Können wir erstmal noch schnell die Dinger hier verheizen. Außen, außen, außen. So. Der Runterfallschutz. Okay. So, dann holen wir uns schnell noch geformtes Holz. Also hier müssen wir auch irgendwas machen mit der Treppe. Das muss ein bisschen anders werden. Ist nicht ganz so praktisch. Halt. Hier gibt es geformtes Holz. Der war richtig fleißig. Sehr schön. Wir brauchen, sag ich mal, 5 oder so. Ja, wir machen 10. Das brauchen wir immer wieder. Da gleich oben lang gehen. Wie schaut's aus? Ja, ich finde, das sieht gut aus. Ich finde, das sieht gut aus. Okay. Fußboden, Fußboden, Fußboden. Außenseite. Ups. Außenseite. So, das ist die Vorderansicht. Jetzt brauchen wir hier noch 1, 2, 3. Mal sehen, ob wir die noch machen können. 1, 2, 3. Wobei, ob die Wände hier schick sind, wollen wir mal dahingestellt sein lassen. Vielleicht mache ich die noch weg. Wir werden sehen. So, wegen der Beleuchtung. Ganz klar, da bietet sich das hier natürlich an. Gucken wir mal, ob wir die machen können. Nicht genug Ressourcen. Wunderbar, wunderbar. So. Jetzt schauen wir mal von unten.
Ist okay. Sag ich jetzt mal so. Es ist nicht okay, weil die Ecke hier hinten nicht hübsch ist. Also dann müssen wir auf jeden Fall gerade machen. Und dann könnte man aber überlegen, ob man sich auf die Ecke vielleicht doch einen Turm zaubert, der nach oben... Ja. Okay, da themen wir uns mal noch auf diese Theater. Tür zu. Gut. Ja. Ist okay. Bis auf die Ecke da hinten, das sagt mir noch nicht so zu. Vielleicht nehmen wir mal die Wand weg und machen da noch so einen Wehrgang, dass der da rumgeht. Würde vielleicht geschmeidiger aussehen. Ansonsten kommen jetzt da noch ein paar Lämpchen ran. Ja, bisschen Licht und dann ist es schick. Ich würde sagen, belassen wir es dabei. Das war schön, dass ihr wieder da wart. Ich hoffe, hat euch gefallen. Die Fortschritte, die haben euch gefallen. Wir werden dann, ja, mal gucken, ob wir hier mit Sandstein drinnen weitermachen. Aber vermutlich schon. Hier drinnen können wir mit Sandstein machen. Da braucht man nicht so viel. Blim, blim. Das geht alles ein bisschen schneller mit dem Bauen dann, wa? So, dass wir uns hier noch so ein bisschen einfrieden, hier Zäunchen rum und so was alles. Aber das ist jetzt dann erstmal nebensächlich. Wichtig war der Eingang. Wir müssen dann sehen, dass wir irgendwann Tiefer und Wolle erwischen, denn wir brauchen ja Mitarbeiter. Unbedingt Mitarbeiter und in erster Linie Bogenschützen. Aber ich weiß nicht, ob ich die alleine kriege. Deswegen werde ich um Hilfe schreien. Und dann holen wir uns die Leute ran. Alles klar. Ich mache jetzt hier unten noch ein bisschen Licht ans Fahrrad. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschö mit Ö, euer Onkel Nupsi.